Hey Leute, schon wieder ein Video von mir. Aber irgendwas scheint hier falsch zu sein. Ich habe zwar noch keine richtige Idee, was hier nicht passt, aber ich bin auch nicht der Einzige, dem hier ein paar Sachen spanisch vorkommen. Beim Solinger Attentat. Wieso gibt es keine Handyfotos oder Videos von der Tat? Bei allen Sachen gibt es mittlerweile viele Handyvideos. Jeder hat ja heute Handy dabei und kann fotografieren und filmen. Wieso gibt es hier nicht? Weichreiter TV war am Tatort. Der hatte dort einen Zeugen gehabt, der von zwei Tätern sprach. Und dann gibt es diesen mysteriösen Zeugen mit Namen Stefan, der in gutem Beamtendeutsch hier seine Beobachtungen präsentiert, der in zwei Aussagen von zwei verschiedenen Sendern mit derselben Kamera vor demselben Hintergrund gefilmt wurde. Jetzt ist er weg. Und wo wir jetzt schon bei Zeugen sind, also jetzt wird's, also wirklich, jetzt wird es so richtig, richtig fischig, wie man bei uns im Norden sagt. Denn die Tagesschau und WDR Aktuell, die präsentierten auch einen Zeugen. Ein und denselben Zeugen. Und hier einmal der Clip von der Tagesschau. Abends stellt sich der 26-Jährige der Polizei und gesteht die Tat. Bei dem Mann handelt es sich um einen Geflüchteten aus Syrien. Ein Augenzeuge beobachtet die Festnahme. Dann hat sich ein Mann bemerkbar gemacht und hat auch einen Streifenwagen rangezogen und hat darauf gewartet, dass Beamten zu ihm kommen, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ist auf die Knie gegangen und hat zu den Beamten gerufen: Ich bin der, den ihr sucht. Und hier derselbe Zeuge einmal bei der. Lustige daran, der war halt dabei und nächsten Tag meldet sich sein Schwager, der dann auch halt die Jacke gefunden hat. Aktuellen Stunde vom WDR. Am nächsten Morgen dann taucht der entscheidende Hinweis auf den Täter auf. Am Finanzamt, entdeckt wohl von einem Solinger. Gestern Morgen war mein Schwager in seiner morgendlichen Runde mit dem Hund unterwegs und hat hier zu unserer linken Seite eine blutverschmierte Jacke gefunden. Daraufhin ist er ein Stück weiter hochgegangen, wo ein Portemonnaie gefunden wurde. Bei diesem Portemonnaie war ein Aufenthaltstitel, was dann unmittelbar der Polizei ausgehändigt worden ist oder beziehungsweise übergeben wurde. Und wenn man jetzt ein bisschen darauf geachtet hat, was die Bilder anbelangt, und ich zeige es euch hier noch einmal als Bild, ja, sicher, ein und derselbe Zeuge, ein und derselbe Platz, ein und dieselbe Kamera, aber zwei völlig irgendwie unterschiedliche Geschichten. Auf der einen Seite, ne, hätte er gesehen und so weiter. Und auf der anderen Seite hätte sein Schwager dann die Jacke und ja, die Tatwaffe und überhaupt und, ne, und so weiter. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass dieser Mann, der im Internet nur Stefan genannt wird und ne, den eigenen Hashtag bekommen hat, Stefan, wer ist das? Oder wer ist Stefan, besser gesagt, dass der im perfekten Beamtendeutsch. Ja, und was auch komisch ist, wieso lässt der Täter seinen Ausweis mit seiner Jacke zurück? Wir erinnern uns, 2016, ja, so lange ist das schon wieder her, war auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, als dieser Anish Amri mit dem LKW über den Berliner Weihnachtsmarkt fuhr. Er hat dann damals auch seinen Ausweis da irgendwo hinterlegt. Komisch auch, dass nirgendwo weitere Zeugen aussagen. Es gibt nirgends weitere Berichte über die Opfer und Verletzten. Dann, wieso war der Täter angeblich 24 Stunden noch komplett voll Blut? Auch wenn man irgendwo untergetaucht ist, eine Möglichkeit, sich ein bisschen grob zu reinigen, findet sich eigentlich immer. Und notfalls klaut man sich dann irgendwo Wäsche von der Wäscheleine oder so. Also kann ich mir nicht so vorstellen.
Und übrigens, das Foto vom Täter wurde von verschiedenen Leuten auf diverse KI hochgeladen, um die Echtheit zu prüfen. Der Kitchen News, den wir gerade gesehen haben, der sagt, zumindest ist das soll mit ca. 90% Wahrscheinlichkeit ein computergeneriertes Foto sein. Ein Verschwörungstheoretiker würde hier schon von einer guten Inszenierung sprechen. Könnte das sein, dass man uns hier kurz vor den Wahlen nochmal zeigen will, wie gut Polizei und Geheimdienst funktionieren? Man weiß es nie. Warten wir ab, was noch so rauskommt. Ciao.